Wir sind jetzt circa 4,5 Stunden geflogen und von den 30 Grad in Thailand sind wir jetzt bei 6 Grad heute früh. Ja, das ist für uns beide das erste Mal, dass wir jetzt hier in diesem Land sind. Abgesehen vom Flughafenaufenthalt. Und zwar in China. Wir hatten auch schon unsere erste kulturelle Grenzerfahrung. Ja, wir wurden fast nicht reingelassen, weil irgendwie, also es gibt ja, man darf sich 72 Stunden lang visafrei aufhalten in fast allen großen Städten. Aber irgendwie war das schwierig bei uns, keine Ahnung. Wir haben es nicht verstanden, man konnte es uns auch nicht erklären, deswegen waren wir irgendwie die allerletzten, die irgendwie durchgekommen sind. Aber es war dann doch nicht so wirklich ein Problem. Die haben nur ein paar extra Checks gebraucht und man durfte trotzdem durch. Wir sind jetzt ein kleines Stückchen gelaufen und befinden uns jetzt schon mitten in den Huatongs oder so ähnlich. Keine Garantie für die Aussprache. Auf jeden Fall sind das so alte, naja, ich sag mal Gässchen, wobei jetzt gerade ist sogar eine relativ große Straße. Und es sieht richtig schön aus hier. Und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen durch die Gässchen schlendern und mal gucken, was wir so finden. Vielleicht ansieht, ist es inzwischen übrigens schon viel wärmer geworden. Also ich glaube, wir haben heute echt einen perfekten Tag erwischt. Wir sind jetzt endlich in der Straße angekommen, die wirklich genauso aussieht, wie wir es uns auch vorgestellt hatten. Das ist nämlich auch die bekannteste Straße hier. Die heißt Yulichang. Yulichang. War es jetzt richtig? Ja. Naja, auf jeden Fall, also die findet man relativ leicht, weil es wie gesagt diese bekannteste Straße ist. Und die ist wirklich noch so richtig alt und traditionell und richtig hübsch. Unsere Energie war eben ein bisschen alle, deswegen mussten wir doch noch mal für ein Mittagsschläfchen ins Hostel zurück. Und jetzt haben wir noch schnell einen Kaffee geholt und sind mittlerweile schon am Tiananmen Square. Genau, wir laufen gerade auf die verbotene Stadt zu und es sind schon echt einige Leute hier. Ein paar. Take it easy. So unglaublich viel passiert. Das also, ist hier alles wahnsinnig. Also wirklich. Was man wissen muss, was wir irgendwo nachgelesen hatten online, dass Tickets nur bis 4 Uhr verkauft werden. Und wenn das stimmt. Wenn das stimmt natürlich. Aber wir waren um 3:30 so circa hier, so am Tiananmen Square. Aber haben unterschätzt, wie riesig das Ganze ist. Es dauert halt einfach ewig. Und dann hat uns eine Englisch- und Kalligrafie-Studentin abgefangen, die uns einen kurzen Geheimweg gezeigt hat, wie man schneller hinkommt und nicht durch den Haupteingang. Dann hat sie uns noch die Kunstsammlung gezeigt von den ganzen Kalligrafien und so, was auch echt schön war. Das hat uns halt auch ein paar gekostet. Minuten gekostet. Und bis wir dann den Eingang gefunden haben, ich weiß nicht, wie viel Uhr haben wir, war es 3:45 oder so. Also wir haben es geschafft, sind reingekommen und jetzt müssen wir aber wirklich Gas geben, um noch ein bisschen was zu sehen, weil das Gelände, glaube ich, gigantomanisch groß ist. Aber erster Eindruck ist auf alle Fälle schon mal, es ist nicht so voll wie draußen, also das ist sehr gut und es ist super, super hübsch.
wir haben viel zu wenig Zeit, weil jeder Weg sieht wunderschön aus und es gibt ungefähr 1 Million, also okay, ist übertrieben, aber man fühlt sich ein bisschen wie in so einem Irrgarten, also man läuft schon überall links, rechts und gehen wieder Straßen ab und alles sieht schön aus, man will sich alles angucken, aber wir haben so wenig Zeit. Ja, und wir haben auch echt überhaupt keine Ahnung, wo wir sind. Also wir laufen einfach nur und laufen und gucken und laufen ziemlich schnell und gucken ganz viel. Ja, und wir schauen einfach, was gefällt uns, wo laufen wir lang und ja, Chaos. Das ist alles. Wir sind jetzt seit gut 50 Minuten hier drin und ich würde sagen, wir haben jetzt 50-60% gesehen, also schwer einzuschätzen. Aber halt voll im Schnelldurchlauf. Also ich würde sagen, man sollte sich mindestens 2 Stunden nehmen, dann kann man wahrscheinlich so das meiste sehen und muss sich nicht hetzen. 3 Stunden ist wahrscheinlich dann richtig angenehm und man kann auch mal eine längere Pause zwischendrin machen oder so. Und ich schätze, nach oben hin ist keine Grenze, also wahrscheinlich langweilt man sich jetzt auch nicht, wenn man 5 Stunden hier drin ist. Und das Interessante ist, jetzt werden wir echt rausgeschmissen, also die machen wirklich um 5 Uhr zu. Wir haben uns halt echt gefragt, wie die es schaffen wollen, hier alle Leute rauszukriegen, aber das ist relativ effizient, machen die das. Und zwar nehmen die einfach alle Eingänge absperren, also von allen einzelnen Gebäuden. Und dann nach und nach halt so alle Seitenwege dicht machen, wirklich, also teilweise echt entweder mit einer Tür oder mit so einem Zaun, den sie dann aufbauen. An allen Wegkreuzungen stehen dann noch Security-Leute, das sind also richtig viele, die einen dann irgendwie so auf die Hauptwege verweisen, die nach draußen führen. Und ja, so schaffen die es dann echt innerhalb von 1/4 Stunde, das Ding hier leer zu räumen. Wir sind wie gefühlt 1000 andere Leute auch jetzt direkt hinter der verbotenen Stadt in den Jinshan Park rein und da zu einem Pavillon hoch. Und von hier hat man eine echt gute Aussicht auf die ganze verbotene Stadt. Und den Sonnenuntergang sieht man auch. In die Neustadt gefahren und haben da wieder mal einen Food Court in der Mall aufgesucht, weil es da echt richtig gutes und günstiges Essen gibt. Also hoffentlich ist diesmal auch wieder gut. Wir haben uns halt Gemüse und so weiter ausgesucht und das haben die für uns gekocht. Und ja, jetzt haben die irgendwie noch so ganz viele Soßen draufgepackt, die ich eigentlich nicht wollte, aber naja, mal sehen. Okay. Das ist anders, als ich gedacht hätte. Also wir essen eigentlich immer alles auf, selbst wenn wir am Platzen sind, aber dieses Mal geht es nicht. Also nicht, weil wir am Platzen sind, sondern es ist... Also wir haben beide sowas noch nie gegessen. Es ist total sauer und gleichzeitig ist es scharf. Und zwar so eine Schärfe, die nicht jetzt so eine Schärfe, die einen zum Husten bringt, sondern so eine Schärfe, wo der ganze Mund bitzelt. Also ich habe das noch nie in meinem Leben so eine Schärfe gespürt, wirklich. Also meine Lippen kribbeln und alles kribbelt und dann ist es so unglaublich sauer gleichzeitig. Und die Kombination ist so komisch, dass wir, glaube ich, das einfach nicht vertragen, das Essen. Also wir müssen jetzt aufhören zu essen, sonst endet das Böse. Take it easy. Abendessen ja etwas missglückt ist und wir dann auch irgendwie nicht mehr so was richtig Gutes gefunden haben, sind wir auch nochmal sicher gegangen und sind in eine Bäckerei gegangen. Ich meine, das ist ja auch immer mal interessant. Also ich habe schon, oder wir haben schon jetzt ein paar Länder Bäckereien ausprobiert und es war eigentlich immer ganz cool. Und naja, auf jeden Fall waren wir dann jetzt in einer chinesischen Bäckerei. Es war eine ziemlich schicke Bäckerei und es gab ziemlich viel zu probieren und wir sind irgendwie, glaube ich, alle mit irgendwas gefüllt. Irgendwas Süßes. Naja, und das sieht jetzt so aus. Wir haben uns eigentlich schon ein bisschen an dem Probierbrot satt gegessen. Aber naja, den Rest essen wir dann einfach morgen. Ich habe noch ein bisschen Lust zu naschen.